Apple hat gestern in Indien seinen ersten Store eröffnet. Was bedeutet das für Indien? Also Tim Cook, der Chef, man hier sieht, der Chef von Apple, war da und Apple überlegt natürlich jetzt strategisch, nachdem sehr viel Fertigung der iPhones, die wir alle so lieben, in China oder in Taiwan stattfindet, das jetzt so langsam nach Indien zu holen. Also insofern ist das ein strategischer Schritt. Und der zweite hängt ein bisschen. Wir haben den Längengrad, der geht momentan durch Greenwich, also der Nullmeridian. Vorher ging er durch Madeira oder durch Paris. Und eigentlich müssten wir sagen, also er ging immer durch die Nationen, die das Sagen hatten. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu sagen, der Nullmeridian muss durch Beijing gehen oder durch Delhi demnächst. Was ist diese indische Wirtschaft heute? Also was die Rolle spielt da? Also es ist eher ein, ja, killing you softly. Also nicht so sehr reinmarschieren, aber merken, es gibt noch eine andere Dimension. Und das ist auch etwas, was viele Menschen, die nach Indien kommen, sehr schnell merken. Manches ist chaotisch, aber man merkt, da schwingt auch irgendetwas in diesem Land, was bedauerlicherweise hier nicht so da ist. Ich muss zuerst mal Herrn Vogel fragen, auf der Skala von 0 bis 10, als wie gerecht empfinden Sie unser Steuersystem? Also jedes Steuersystem ist nicht perfekt, aber ich empfinde es im Grundsatz als gerecht. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Einkommensteuer anschauen, dann sieht man, starke Schultern tragen mehr als schwache. Mhm. Zum Beispiel die oberen 10% tragen zur Hälfte zum Einkommensteueraufkommen bei. Ich finde aber, in der Grundverteilung, was ich unfair finde, ist, dass wir kleine und mittlere Einkommen im internationalen Vergleich extrem hoch belasten. Das halte ich für ein echtes Problem. Deswegen überraschenderweise haben sie zum Steuer. Ich meinte jetzt auch ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die zum Beispiel Angestellte sind. Und deswegen ausholend etwas dazu sagen, nämlich eine klitzekleine Kleinigkeit. Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für Vermögen. Und die Ausnahmen in der Erbschaftssteuer kosten den Staat jährlich Milliarden. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der arbeiten geht, ganz normal Steuern zahlt und nie gefragt wird, ob er das gut findet oder nicht. Und ein Mensch, der erbt, immer gefragt wird, ist das eh okay, so ganz ein bisschen vielleicht manchmal zu zahlen? Da allein schon zeigt sich das eigentliche Problem. Es geht hier um Macht und wie sie verteilt wird. Und Steuerpolitik ist nicht nur ein Mittel, um den Haushalt aufzubessern, sondern auch ein Mittel, um Macht, die sich durch Vermögen bei Privatpersonen und bei Eigentum akkumuliert, zu redemokratisieren und zu resozialisieren. Wird das fair verteilt? Ich würde sagen, im Grundsatz ja, die starken Schultern tragen mehr, aber es gibt Ungerechtigkeiten im Steuersystem. Aber in erster Linie die Herr Plättner eben genannt hat. Nämlich, dass wir kleine und mittlere Einkommen immer stärker belasten in Deutschland, dass die einen immer größeren Anteil ertragen. Die sollten wir entlasten. Und wir haben, wenn ich auf die Weltlage schaue, haben wir ein Problem. Weil ich sehe ein Land, was bei allen globalen Parametern an Arbeit wird auf der anderen Seite viel zu hoch besteuert, so geht's nicht weiter. Sie kennen all diese Argumente, Frau Engelhorn, und ich weiß auch, dass Sie die durchdringen und durchdacht haben. Wenn Sie diese Argumentation hören, was entgegnen Sie als jemand, der sich mit der Frage, sollte man hohe Vermögen auch deutlich höher besteuern, so intensiv beschäftigt? Bei der Besteuerung nähern und zu sagen, okay, wenn wir Macht in Vermögen bündeln, dann müssen wir auch schauen, ist es denn demokratisch legitim, dass manche Menschen nur aufgrund ihrer Familie, also nur aufgrund des Nachnamens, Macht im kleinen Finger haben, die bei anderen Menschen in großer Stimmenanzahl niemals da wäre. Also es ist wirklich die Demokratiefrage im Kern. Steuerpolitik geht ins Herz der Demokratie. Es ist bei Finanzpolitik ja auch, das ist gestellt, dass sie die Macht und die Entscheidungsgewalt haben, mitzureden darüber, wie sie gerne besteuert werden wollen oder wie nicht. Umverteilung findet statt, de facto momentan von unten nach oben, und das muss echt nicht sein. Und eine kleine Korrektur von der Kollegin vorher, bei Arbeit ist Deutschland ein Hochsteuerland, aber bei Vermögen ist es ein Niedrigsteuerland. Die Frage ist ja, Frau Schnitzer, was bedeutet das für so ein Leben, wenn wir sozusagen die Arbeit nicht mehr in das Zentrum unseres Lebens rücken? Was macht das mit einem Menschen? Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich alle so ticken, dass sie sagen, jetzt mache ich nicht mehr Arbeit, jetzt mache ich was anderes, jetzt verwirkliche ich mich selbst.
Da werden wir ja bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen genau, und die Suche nach dem Sinn sicherlich genau. gleich drauf kommen. Ich denke, für die Arbeit, ja, auch er füttert das Klischee vom faulen Harzer, der maximalen Druck braucht, obwohl gerade mal 3% von denen jemals mit Sanktionen in Berührung kommen. Aber dann sowas hier bei Insta posten. Gucken Sie mal, an der Münchner Tafel mischt sich der mildtätige Monarch Markus unter die Bedürftigen und Sülz. Die Tafeln leisten Überragendes, sind ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo viele Menschen nicht wissen, wie es mit den Energiepreisen weitergeht, die hohen Lebensmittelpreise, leisten die Tafeln einen unverzichtbaren Beitrag, den Menschen Hoffnung zu geben. Ja, weil es der Staat nicht macht. Was ein Albtraum. Gehst du zur Tafel und dann steht da der Söder. Ne? Und poliert die Zucchini, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Der und genauso Friedrich Merz behaupten seit Wochen, man müsse arme Menschen mit Drohungen und Strafen zum Arbeiten zwingen. Es ist ja ungefähr die Idee von denen. Ne? Ja, ja. Wer Sozialleistung kriegt, soll irgendwie leiden. Hey, vielleicht kann man da sogar eine Fernsehshow draus machen. Willkommen bei Takeshis Bürgergeld. Da rennt man als Kandidat geschlossene Türen ein, rutscht immer wieder ab auf der sozialen Leiter und muss dann auch noch fiesen Sanktionen ausweichen. Ist nicht einfach. Wer findet im Jobcenter das Büro mit dem zuständigen Sachbearbeiter? Keiner. Und nur für den Allerhärtesten winkt das unglaubliche Preisgeld von 502 Euro. Das reicht dank Inflation im nächsten Jahr für ein Roggenbrot, drei Paprika und einen ganzen halben Liter Milch. Wahnsinn! Die sollen leiden für ihr Bürgergeld. Übrigens, apropos Fakten, 80% der im Hartz-IV-System möglichen Sanktionen, also jetzt schon möglichen Sanktionen, werden auch beim Bürgergeld in den ersten 6 Monaten verhängt. Ich glaube, die Union sorgt sich hauptsächlich um den Niedriglohnsektor. Ja, der soll erhalten bleiben. Hartz-IV-Empfänger sollen auch in Zukunft gezwungen werden, jeden Job anzunehmen. Auch Akademiker übrigens. Ja klar, oder denken die Eierköpfe, sie wären was Besseres. Ansonsten ist man bei der Union einfach schadenfroh, weil die SPD ihr Hartz-IV-Trauma doch nicht so schnell los wird. Eine Zwischenbemerkung. Die meisten von uns arbeiten gerne. Sieht man schon am Strand, wenn Kinder Sandburgen bauen. What? Sandburgen bauen ist Arbeit? Meine Ausbeutereltern haben mir da keinen Pfennig für bezahlt. Schweinerei. Ja, so sind wir Deutschen. Selbst unsere Kinder wollen den ganzen Tag nur arbeiten. Also fast alle Kinder. Eines der letzten Tabuthemen in Deutschland. Ein Drittel unserer Sozialleistungsempfänger ist jung, kerngesund, denkt aber gar nicht daran zu arbeiten. Sogenannte Kinder. Sie denken wohl, niedlich aussehen reicht und liegen dem Staat dreist auf der Tasche. Schluss damit. Wer Kaufladen spielen kann, der kann ja wohl auch bei Rewe an der Kasse sitzen oder Regale einräumen. Zumindest die beiden unteren. Immer nur mit Lego bauen, wie asozial und kindisch kann man sein. Auf echten Baustellen fehlt das Personal. Und wenn der kleine Luca echt so gerne Bobbycar fährt, soll er dabei wenigstens Pizza ausfahren, die faule Sau. Wir sagen, ein Kind, das arbeitet, muss mehr haben als ein Kind, das nicht arbeitet. Ihre CDU. Ja. Nächsten Mittwoch trifft sich der Vermittlungsausschuss. Mal gucken, ob es noch klappt mit dem Bürgergeld ab Januar. Ich wette, die Diskussion bleibt in jedem Fall hitzig. Im Gegensatz zu der über Steuererhöhung. Und das, obwohl wir gerade eine Ungleichheit haben in Deutschland, wie zuletzt in der Kaiserzeit. Kein Witz. Wir könnten doch für den Anfang wenigstens mal über Erbschaftssteuern diskutieren. Ganz aktuelle Meldung. Wer ab Januar Omas Häuschen erbt, zahlt plötzlich deutlich mehr, weil der Wert der Immobilie dann irgendwie anders berechnet wird. Aber die Erben von zum Beispiel sehr großen Betriebsvermögen zahlen weiterhin praktisch gar keine Steuern. Da ist doch eindeutig eine Schieflage. Fand schon das Verfassungsgericht 2014, geändert hat sich nichts. Till Reiners ist Steuerberater der Heute-Show. Schön, dass du da bist. Till, was kannst du mir raten, mir als Besitzer eines normalen Einfamilienhauses? Ja, gut, dass Sie es ansprechen, Herr Welke. Sie haben ja 2 Söhne, ja. Also die Sie anerkannt haben. Und es wäre wirklich wichtig, da den Erbfall noch im laufenden Kalenderjahr eintreten zu lassen.
sonst wird das für Ihre Kinder bis zu 50% teurer. Ja, kann ich nachvollziehen, aber streng genommen bin ich ja noch nicht tot. Ja, aus steuerlicher Sicht muss man sagen, leider. Wie wäre es denn im Hinblick darauf, mal mit einer Extremsportart anzufangen? Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, ne, mit Blick auf Ihre Kondition würde für den Erdfall vielleicht schon 5 Minuten Joggen reichen. Nee, das ist das mit dem Laufen, ne? Naja. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Ja gut, wenn Sie partout dieses Jahr nicht versterben wollen, egoistisch, aber bitte. Ne? Dann müssen Sie zumindest versuchen, deutlich reicher zu werden. So mittelreich wie Sie, das macht überhaupt keinen Sinn mit Ihrem einen Haus da. Wenn das jetzt, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Wohnungen wären, dann wären Sie ein Wohnungsunternehmen und zahlen im Erbfall gar keine Steuern. Ja, bin ich aber nicht. Ja, ich weiß, und das ist doof. Gerade bei hohen Erbschaften und Schenkungen gibt es wunderbare Privilegien. Die müssen Sie doch auch wollen. Wenn man sich die über 100 größten Erbschaften und Schenkungen der letzten Jahre anschaut, dann ist da im Durchschnitt ein Steuersatz von etwa 1% gezahlt worden. Nur 1%, weil schlaue Lobbyverbände immer den kleinen Handwerksbetrieb nach vorne schieben, der sonst von der Erbschaftssteuer erwürgt würde. 2016 hat der Bundesfinanzhof zuletzt gesagt, diese Steuerprivilegien sind verfassungswidrig, wird aber ignoriert von den Steuerbehörden. Auf Anweisung des Finanzministers. Was? Es gibt aber doch keinen bekannten Fall, wo Arbeitsplätze durch Erbschaftssteuern verloren gegangen sind. Na, darum geht's doch gar nicht. Unsere Gesellschaft wird ja nicht reicher, nur weil man erfolgreichen Leuten was wegnimmt. Ja, diese Privilegien kosten die Gesellschaft im Jahr rund 5 Milliarden, aber wir hatten ja auch alle die gleichen Chancen, extrem reich zu werden. Man kann sicherlich auch mit eigenem Einkommen ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Das gelingt aber nur wenigen. Wirklich reiche Personen haben dann doch das Vermögen meistens von den Eltern geerbt. Ja, deswegen Augen auf bei der Elternwahl. Da hatten Sie sich ja für so Mittelschichtseltern entschieden. Warum, Herr Welke? Warum? Haben Sie Geldallergie oder was? Okay, also wir halten fest, Ihr Haus wollen Sie nicht früher vererben. Was ist denn mit der Sendung hier? Die ist doch noch gut im Schuss. Gibt's da keinen jungen, talentierten Comedian, den Sie die vererben könnten? Fällt mir keiner ein. Till Reiners, meine Damen und Herren. Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Show-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller? Jemand, der in einer Gemeinschaft wohnt, also beispielsweise mit dem Ehepartner, mit Kindern, Großfamilie, wenn die das alle pro Kopf bekommen, dann stelle ich mich sehr viel besser, weil zu zweit oder jedenfalls in einer größeren Wohnung, WG von mir aus, lebe ich ja sehr viel günstiger, ist die Miete pro Kopf sehr viel günstiger. Mhm. Also ich würde jedenfalls an der Stelle den Anreiz haben, mit mehr Leuten zusammenzuwohnen. Derjenige, der alleine leben möchte, der ist an der Stelle schlecht dran. Also das sind schon mal zwei, aber das ist das System, auf das wir uns bisher im weitesten Sinne verständigt haben. Wenn wir jetzt eine Finanztransaktionssteuer einführen, dann hat die eben trotzdem auch jetzt eine verzerrende Wirkung. Denn es ist ja nicht so, dass die Menschen darauf nicht reagieren werden. Sie sagen, ja, muss ich 30 Cent abdrücken, wenn ich jetzt 100 Euro abhole. Mhm. Aber vielleicht will ich dann gar keine 100 Euro mehr abholen. Im Fastfood-Restaurant dann irgendwelches Essen zubereiten. Es wäre doch eine völlige Umkehrung. Ich hatte ja vorhin gesagt, je höher der technische Fortschritt, umso weniger müssen die Leute noch arbeiten. Sie müssen sich nicht mehr tot arbeiten und so weiter. Stellt gerade unsere ganze These auf den Kopf. In dieser reichsten Überflussgesellschaft, die Welt je gesehen hat, müssen wir nur wegen unseres Rentensystems und nicht aus irgendeinem anderen Grund die Leute jetzt immer länger arbeiten lassen? Das ist eine völlige Paradoxie. Ja, das widerspricht allem, was wir an historischer Erfahrung haben, und es widerspricht jeder Vernunft.